Hallo, mein Lieben. Ich bin immer noch auf der Flucht. Aber es ist ja kurz vor Weihnachten und ich habe mir hier einen schönen Baum besorgt. Ein Baumfachverkäufer hat gesagt, frisch geschlagen vor 6 Jahren. Und die Grünen, was es zu kaufen gibt, schmeißt sie weg. Die sind noch giftig. Deswegen hat er mir den schönen braunen hier gegeben. Schönes Exemplar. Stolze 150 Euro. Und ich würde sagen, weil ja kurz vor Weihnachten ist, werden wir jetzt schön dekorieren. Ich würde sagen, fangen wir an. Nicht dekoriert. Und natürlich, wir machen es wie in den guten alten Zeiten. Wir werden die Lichter mit einer richtigen Kerze machen. Die müssen wir allerdings irgendwo positionieren, wo sie nicht brennen kann. Ich würde sagen, die machen wir hier ran. Nein. War doch gut. Wir lassen sie hier. So. Und damit die Kerze dann richtig zur Wirkung kommt und der Baum auch richtig zur Wirkung kommt, werde ich die Kerze im Dunkeln anzünden. Dazu müssen wir ein paar Stunden warten. Bis dahin, erst einmal viel Spaß. Tschüss dabei. Hoi. Wer hat sich hier versucht, einen Weihnachtsbaum zu dekorieren? Eieiei. Ja, Gott sei Dank steht er am Feuerplatz, falls irgendwas ist. Kann ich ihn immer noch verbrennen? Das würde mich mal interessieren, wer das war. Naja, wir lassen ihn stehen. Hab wenigstens meiner Feuerplatz noch eine schöne Dekoration. Na gut. So, da bin ich wieder. Ich würde sagen, wir machen das Licht aus, dann zünden wir die Kerzen an und genießen Weihnachten. Was soll denn für eine Idee? Machen wir einfach, ne? Also, Licht aus! Schöne Weihnachtsbaum. Ich glaube, ich muss mir einen neuen besorgen. Ich wünsche euch noch fröhliche Weihnachten. Und wenn es euch gefallen hat, wie immer, den Daumen. Viel Spaß dabei und tschüss. Thank you.
him, oh come let us adore him, oh come let us adore him, Christ the Lord, God of God, light of light, lo, he abhors not the virgin's womb.